Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute werden wir uns in den YouTuber-Dungeon mal wieder begeben und versuchen, den Gegner Nummer 2 oder besser gesagt 12 zu legen. Ja, und zwar ist das hier der A-Pierre. Ja, sagt mir persönlich nichts, ist keine Ahnung. Wahrscheinlich auch irgendein YouTuber, der Shakes and Fidget wahrscheinlich spielt, promotet und so weiter und so fort. Ja, aber bevor wir das tun, gucken wir uns erstmal nochmal den Kampf von gestern an. Denn gestern haben wir ja Keystraw gelegt und ich habe den Kampf tatsächlich nicht gespeichert. Nicht gezeigt. Gespeichert habe ich ihn, aber ich hatte ihn euch nicht gezeigt. So, ne? Also nicht gezeigt, aber gespeichert hatte ich ihn noch und deswegen werden wir ihn heute uns nochmal zusammen anschauen. Ja, des Weiteren werde ich meine Waffen ein bisschen verbessern hier. Das wurde mir auch vorgeschlagen, weil die gar nicht so teuer sind in der Haltung. Ne? Ich habe hier auch noch sehr viele Ressourcen am Start, deswegen werden wir das mal gleich machen. Und zwar Attribut-Upgrade, mal gucken, wie teuer sowas ist hier. Ah, okay. Ja, zweimal upgraden vielleicht. Dreimal ist mir dann schon wieder zu viel an Kristallen, muss ich sagen. Ja, bekommt man zwar größtenteils wieder, aber ich glaube zweimal geht in Ordnung. Mal gucken, was das ausmacht. Ja. Also 179 Schaden ist auf jeden Fall schon mal ordentlich, würde ich sagen. Summiert macht das Ganze natürlich ganz schön was aus hier auf 4 Items. Ne? Attribut-Upgrade machen wir auch zweimal. So, hier kriegt der Krieger nur 89. So, jetzt machen wir mal die Magierwaffen. Ja, machen wir auch zweimal so. Der kriegt auch hier 178. Und dann nochmal Attribut-Upgrade, zack. Hier nochmal, zack, dann haben wir hier auch nochmal 178. Ja, sehr cool, ist sehr, sehr nice, ist, denke ich mal, auch ein gutes, ja, ein guter Tipp gewesen. Dankeschön nochmal an der Stelle. Genau, so, jetzt skillen wir nochmal hier rein. So, Arena, nochmal, Papadav, ja, haben wir gewonnen. Nehmen nochmal die Quest an. Und dann gucken wir uns mal noch den Kampf an gegen Keystraw und danach gehen wir mal in den YouTuber-Dungeon rein und versuchen da mal unser Glück. Und hoffen mal, dass wir den auch so besiegt bekommen wie den Gegner gestern. Ja, dreimal Helden in der Unterwelt besiegen, das machen wir auch noch ganz schnell hier. Das kriegen wir ja auch noch ganz fix hin. Unterwelt, genau. Ja, da locken wir einfach irgendjemanden an hier. Ist ja egal, so, ich habe ja mehr als genug Ressourcen, deswegen nicht so wild. Okay, gut, wir haben eh einen neuen Tag, Shop, habe ich noch nicht nachgeschaut. Nehmen wir uns einen Trank mit und jetzt gehen wir mal in die Post. So, Kämpfe, Keystraw, wir gucken uns den Kampf nochmal an. Ja, ich hatte ihn mir selbst jetzt auch noch nicht angeguckt. Okay, der Markwart hat gute Crits rausgehauen. Es hat eigentlich jeder, ja, einen soliden Crit rausgehauen. Anders wäre der Gegner hier auch nicht an der Stelle machbar gewesen. Und ja, das ist der Kampf. Ja, den können wir wieder löschen. So, und jetzt rüsten wir uns aus. Ich weiß gar nicht, was der nächste Gegner eigentlich für einer ist. Also ich kann es euch nicht sagen, ob das auch wieder so jemanden ist, der halt sehr viel Schaden rausballert. Ob wir überhaupt das Equipment da brauchen oder so. Ja, ich weiß es gar nicht. Aber wir werden es auf jeden Fall rausfinden. So. Ey, Pierre, let's go. Mal gucken. Das ist ein Geschickgegner. Das ist eigentlich schon mal, ja, nicht gut, würde ich sagen, weil der one-shottet uns alle und er kann auch noch ausweichen. So, das ist zwar nicht schlecht so, obwohl er ist schon schlecht, aber ich glaube, wir brauchen unsere normalen Waffen hier gar nicht anlegen. Der würde uns auch mit den normalen Waffen, glaube ich, one-shotten. Das ist natürlich dann eine Hausnummer. Da muss die Kunigunde jetzt natürlich einiges regeln, dass wir an dem hier vorbeikommen, ne? Weil der uns alle gesamt hier weg one-shottet. Was natürlich nicht sehr schön ist, sage ich mal, ne? Also das wird wahrscheinlich eine ziemliche Hausnummer werden. Zumal der hier auch noch mehr als genug ausweicht, ne? Also, ja. Aber ich hatte gedacht, ja, vielleicht ist das so jemand. Vielleicht können wir da ja unsere normalen Waffen anziehen, weil wir einen Hit überleben, aber da brauchen wir gar nicht irgendwie großartig rumswitchen hier. Der teilt hier so viel Schaden aus.
dass sich das gar nicht lohnt, hier das auszutesten. Ja, also das wird nicht so wirklich machbar sein. Die Kunigunde, ne? Die Kunigunde muss reinhauen, ist ganz klare Sache hier, sonst wird das nix. Die muss eine richtig fette Kombi raushauen. Oh! Der Bertram hat doch einen Hit überlebt. Einen normalen Hit. Aber jeder andere stirbt hier. Gut, einen Crit überleben wir so oder so nicht. Ja. Normalen Hit überlebt mein Main auch nicht. Ja. Okay. Ja, also der Bertram, der könnte mit viel, der überlebt mit viel Glück einen normalen Treffer. Aber sind wir mal ehrlich, der Bertram, ob der jetzt nur einen Hit mehr raushaut oder nicht. Ich meine, gut, kann am Ende entscheidend sein. So ist nicht, ne? Aber ich glaube, das wird wohl jetzt nicht so entscheidend sein hier, ne? Denke ich mal. So. Ganz schön harter Gegner, auf jeden Fall. So. Wir werden gleich mal ein bisschen mehr reinpilzen. Der, also ich weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung. Hat meine Kunigunde den gefühlt noch kein einziges Mal getroffen. Okay. Okay. Also das könnte schon ziemlich haarig werden. Jetzt hier eine sehr haarige Angelegenheit. Das, ja. Den zu packen, wird wohl echt schwierig werden. Ne? Da hätte ich mich, glaube ich, in Unkosten gestürzt, wenn ich den jetzt richtig hart durchgepilzt hätte hier. Deswegen, ja, ist das gar nicht mal so verkehrt. Aber wir brauchen auf jeden Fall weiterhin hier dieses Damage Equipment, weil das sonst, ja, ich sag mal, mit normalem Equipment jetzt auch nicht lohnen würde, hier anzutreten. Weil der uns halt, ne, one-shottet, one-shottet, one-shottet. Da können wir gar nichts gegen machen. Ja. Der haut sehr viele Treffer raus. Ich würde ganz gerne mal einen guten Versuch sehen wollen, wo die Kunigunde vielleicht mal ein bisschen ausweicht oder so. Aber ja, das wird, glaube ich, mehr als schwierig werden hier. Zumindest mal einen guten Versuch, wo dann auch der Markwart. Warte mal, ich wollte mal nachschauen, sind meine Begleiter auch komplett verzaubert hier? Also das Nötigste. Schauen wir mal. Ja, okay, gut. Also da haben wir alles auf den Verzauberungen. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Nicht, dass wir hier mit irgendeinem Defizit hier in den Kampf reingehen, ne? Da muss man natürlich immer ein Auge offen halten. Ja. Also über die Hälfte bekommen wir ihn schon mal, ne? Das ist schon mal nicht so verkehrt. Aber der Durchschnitt ist meistens immer so Hälfte und bis zur Hälfte, ne? Und ja, auch mal gar nichts. So. Aber das ist so der Durchschnitt. Ja, ich weiß nicht, die Kunigunde, die muss irgendwie gefühlt, keine Ahnung, 20 Mal ausweichen oder so. Oder besser gesagt, 20 Mal treffen. Ne? Ausweichen kann die auch 100 Mal. Wenn hier der Ape hier auch 100 Mal ausweicht, dann haben wir natürlich gar nichts gewonnen. Ne? Ist klar. So. Mal gucken, was machen wir? Wie weit gehen wir runter? Ich habe mir mal wieder kein Limit gesetzt, aber vielleicht sollte ich das mal machen, bevor wir uns hier wirklich zu sehr in Unkosten stürzen. Das möchte ich nämlich auch nicht. Mal sagen, ja, machen noch 20 Tries so, gehen bis 80 runter, also ne, 1180. Und dann, ja, falls das denn bis dahin nichts werden sollte, dann müssen wir den wahrscheinlich erstmal, ja, müssen wir erstmal abwarten und dann versuchen wir vielleicht nächstes Mal hier den 13. Stock durchzuballern. Denn hier wissen wir ganz genau, dass hier der Andreas auch so ein Gegner ist, der uns alle one-shottet und wir sehr viel Schaden brauchen. Und der Gegner danach, der letzte Gegner, ist auch nochmal so jemand. Also ist es gar nicht verkehrt, dass wir dieses Damage Equipment haben. Vielleicht versuchen wir das mal demnächst, ne, bevor wir hier im YouTuber Dungeon weitermachen, dass wir erstmal hier den Dungeon clearen. Ne? Aber erstmal gehen wir hier bis, ja, machen wir noch 10 Versuche hier rein und schauen mal. Okay, den gucken wir uns mal an. Das ist mit bisher, glaube ich, gefühlt der beste Versuch, den wir hier hatten. APM, mal schauen. So. Also mein Bertram, okay, einen Hit rausgehauen, das hat sogar einmal überlebt. Markwart, guter Crit, ja. So, und die Kunigunde. Mal gucken. Oh, die weicht dreimal aus. Die weicht dreimal. Hat insgesamt einmal getroffen. Die trifft nur einmal. Hier, mein Begleiter hier, Markwart und ich haben hier fast die ganze Arbeit alleine gemacht. Also die Kunigunde muss treffen. Das ist das Ding so, ne? Die hat einmal getroffen. Dreimal ausgewichen, ja, aber natürlich dann einmal getroffen.
Bringt natürlich nichts, denn, ne? Aber die hat es irgendwie schwer heute gegen den APR. Die hat nicht so richtig Lust, sag ich mal, ne? 4, 3, 2, 1. Und den letzten schauen wir uns nochmal an. Mal gucken, vielleicht ist es der. Ja, aber er weicht auch hier die ganze Zeit aus immer. Ey, das ist so lästig, ne? Ich meine, wir sind gut aufgestellt als Magier gegen ihn, weil gegen Magier kann er nicht ausweichen. Ach, Kunigunde, ey. Ah, ich, ey. Nee, 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 nee. Gut, da müssen wir auf jeden Fall nochmal wann anders rangehen. Das können wir aber auf jeden Fall nicht so auf uns sitzen lassen, ja. Aber ich würde vorschlagen, dass wir demnächst erstmal den 13. Stock clearen. Ich glaube, die sind ein bisschen leichter. Und dementsprechend können wir dann vielleicht nochmal ein bisschen uns daran hochziehen, bevor wir hier in den YouTuber-Dungeon nochmal reingehen. Ja, wir wechseln bedrückt unser Equipment, ja. Geschlagen, niedergemäht vom Gegner. Aber wir kommen erhobenen Hauptes raus und stärker zurück. Und werden auf jeden Fall eines Tages hier den YouTuber-Dungeon auch weiter dezimieren. Bis dahin wird es aber, denke ich mal, noch ein bisschen dauern. Ja, ich weiß nicht, wie stark die Gegner danach sind. Ich habe nur von vielen Leuten gehört, die sind so irgendwie alle gleich stark. Aber ja, das Gefühl habe ich jetzt nach dem zweiten Gegner noch nicht so wirklich. Da war der erste gestern auf jeden Fall leichter. Da haben wir nicht so viel rein investiert an Pilzen, ne? Ja, deswegen müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze hier handhaben werden. Und ja, ich würde mal sagen, fürs Erste war es das erstmal wieder für heute. Wir sehen uns auf jeden Fall die nächsten Tage wieder. Bleibt auf jeden Fall auch am Ball, weil es jetzt dungeon-technisch wahrscheinlich ein bisschen weiter vorangehen wird. Irgendwo wird es auf jeden Fall vorangehen, ne? Wenn es jetzt nicht im YouTuber-Dungeon ist, dann hoffe ich mal zumindest hier im 13. Stock. Und ja, das war es dann soweit von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.